Servus Leute, ja, ein kleines Unboxing-Video. Erst einen Schluck heißen Kaffee, bevor wir die Sache angehen hier. Das ist, oder besser gesagt, da ist ein Messer für einen Kumpel drin. Ich möchte euch nur kurz zeigen, wo ich das bestellt habe. Also wirklich blitzschnelle Lieferung, richtig cooler, chilliger Kontakt mit dem Shop hier, denn ich hatte angerufen, um etwas zu fragen und so weiter, also wirklich super Leute. Ja, wie gesagt, das gehört dann nicht mir. Doch aufschneiden. Meinem neuen Messer, man versucht das hier doch schön. Auch mit dem Messer besser. Ja, ich bin auch gespannt jetzt. Ja, schon nicht mehr so tollpatschig, wollte ich fast sagen, angestellt. Das Messer ist sehr praktisch, dieses Kube hier. Will ich noch eine Vorstellung machen. Okay, schauen wir mal. Wirklich ein gutes Gewicht, das Teil. Rechnung. Okay. Jo, also, das hatte ich selber noch nie auf dem Schirm. Black Fox. Ja, coole Verpackung. Ja, geil. Ja, jetzt seht ihr, glaube ich, was es sich hier handelt. Macht auf den ersten Blick einen hochwertigen Eindruck, das Teil. Kann ich gleich vorab sagen, inklusive Lieferung, 50 Euro. Boah. Alter Schwede. Das Teil ist massiv. Richtig hochwertig kommt das daher. Magnet, Verschluss. Ja, habe ich natürlich in der Beschreibung nachgelesen. Boah, das Teil ist klasse verarbeitet, ihr seht, der senkte Clip hier drin. Ich glaube, das ist G10. Ne, ich kann euch das gar nicht so genau sagen. Von den Materialien her. Clip. Super Job. Alter, ist das geil. Ja, das flasht mich wirklich, weil es so klasse verarbeitet ist und eben alles schön verschraubt mit Torx-Schrauben. Scharf ist es auch, habe ich gleich am Fingernagel gespürt jetzt. Yeah. Zack. Magnet, wie gesagt. Wahnsinn. Das Teil liegt da wirklich super in der Hand, wie ein richtig klasse Folder. Moment, habe ich hier das zum Abmessen. Moment, Leute. Jo. Jetzt nochmal kurz. Interessiert mich jetzt auch eben. Also ihr seht, Klinge scharf etwa 9 cm. Gesamt ist das Messer, das ist Balisson hier, 22 cm etwa lang. Ja, und eben wie gesagt richtig angenehm. Die Griffschalen, ja, ca. 1,7 cm dick. Das Teil super in der Hand. Also schaut. Schauen wir mal, kann man hier lesen. Ja, so ziemlich rostfreier Stahl eben, 44er Stahl. Und hier ist die Modellnummer eben, BF501 von Black Fox. Richtig lässiges Messer. Wahnsinn. Wirklich super scharf das Teil. Okay. Eigentlich null Klingenspiel. Das ist ja auch immer, was ich bei den anderen Videos so gesehen habe, das ist ein Thema bei den billigen. Aber ihr seht, fast 0% Klingenspiel. Geiles Teil. Ja, ich bin überhaupt kein geübter
bezüglich Flippen von solchen Teilen. Leicht geschwungen, das ist geil in der Hand, liegt gute Größe eben. Hosenclip, rote Liner, ja, das ist bestimmt G10, fühlt sich auf jeden Fall so an. Drinnen, das ist skelettiert. Ja, um es leichter zu machen. Okay, richtig geiles Teil. Also, auf den ersten Eindruck her kann ich das schon weiterempfehlen. Für den Preis, klasse Teil, wirklich. Gefällt mir sehr, gefällt mir fast zu gut, dass ich spontan jetzt selber eins haben möchte. Ja, der Besitzer dann wird sich freuen. Wird viel Freude damit haben. Okay, Leute. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.